Ja, buongiorno liebe Italien-Freunde. Heute präsentiere ich euch den Camping Casavio. Wie schon der Name sagt, befindet sich dieser in Casavio und ich nehme euch jetzt mit und präsentiere euch diesen wunderschönen Campingplatz. Hier befinden wir uns im Einfahrtsbereich vom Camping Casavio. Es gibt eine Spur für Wohnmobile und Wohnwegen auf der rechten Seite und links fahren die mit dem Pkw anreisen. Hier gleich zu sehen, Haustiere sind nicht erlaubt auf dem Campingplatz und das Fahrverbot von 13 bis 15 Uhr und 23 bis 7.30 Uhr ist am gesamten Campingplatz einzuhalten. Im modernen Rezeptionsgebäude findet man auch verschiedene Tour Operator von Eurocamp über Rowan, Albatros, Select Camp und wie sie alle heißen, kann man auch über Fremdanbieter hier seinen Urlaub buchen und kann dann hier bei diesen Beratungskojen mit den jeweiligen Touranbietern sprechen. Vorne im rechten Bereich ist der Informationsbereich und ganz hinten ist der Check-in. Heraus aus dem Rezeptionsgebäude geht es wieder in die wunderschöne Naturlandschaft und auch hier wieder sieht man das Schild mit der Ruhezeit zwischen 13 und 15 Uhr und 23 bis 7 Uhr. In dieser Zeit soll sich möglichst ruhig verhalten. Hier der gut sortierte Markt. Hier gibt es alles von Campingzubehör über Luftmatratzen und ein Supermarkt ist dabei, fügt sich hier sehr schön in die Landschaft und hat ein gutes Sortiment und kann man alles, was man eigentlich für den Alltag benötigt, kann man hier kaufen. Hier sieht man schon einen Teil vom Campingplatz, die gemauerten Bungalows und das ist jetzt der Weg zum Airstream Park. Ja, eine weitere Besonderheit hier im Campingpark Casavio ist der Airstream Park. Und zwar die Airstreams sind ja die amerikanischen Wohnwegen und hier stehen, ich sehe 6 Stück davon, die kann man sich hier mieten. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, man ist hier direkt in erster Reihe beim Meer. Durch die naturbelassene Düne sieht man das Meer zwar nicht, aber man hört es und natürlich riecht man es ganz gut. Jetzt kommen wir beim ersten Airstream vorbei. Diese sind eben diese amerikanischen Wohnwegen. Dabei ist auch noch ein kleines Zelt dabei, das man nutzen kann und eine Sitzgruppe. Und das ist etwas, was es in ganz Cavallino gibt es meines Wissens nach nur am Camping Casavio, diesen Airstream Park. Und wie gesagt, direkt an erster Linie zum Strand. Ja, auf der einen Seite die Airstreams und auf der anderen Seite sind so kleine gemauerte Bungalows. Auch hier hört man und riecht man sehr gut das Meer, ist man eben auch hier an erster Reihe, beziehungsweise wenn man so will, durch die Airstreams in zweiter Reihe. Diese Bungalow-Reihe geht bis ganz nach hinten, also da sind einige dieser gemauerten Häuschen sind hier verfügbar. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Dementsprechend sind sie natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das stört nicht weiter. Sie sind trotzdem sehr zweckmäßig eingerichtet und man kann hier direkt an der frischen Meerluft hier seinen Urlaub genießen. Eine Besonderheit am Spielplatz ist diese Burg, diese Holzburg. Hier kann man sich austoben, man kann auf ihr verschiedene Wege erkunden, herumlaufen, herumtollen. Also das ist für Kinder wirklich ein Paradies. Hier von oben sieht man auch die Bastelstation jetzt auf der rechten Seite. Da sieht man etwas später noch im Video einen Ausschnitt daraus. Und auf diesen Wegen kann man herumtollen. Die besteht aus 2 Teilen, diese Burg. Und hier unten sieht man eben den Spielplatz mit Schaukel, Rutschen und was dazu gehört. Gleich neben dem Spielplatz ist die
groß angelegte Poolanlage. Hier kann man sich eben im Wasser vergnügen. Die Poolanlage gibt es schon relativ lange, ist dann erweitert worden um diese Spieltürme in der Mitte. Ganz spannend dieser Kübel, der sich da oben in der Mitte mit Wasser füllt und dann etwas später herunterplatscht. Immer wieder ein Spaß für die Kinder. Die Becken haben verschiedene Tiefen, sodass eben für jede Altersstufe das geeignete Becken da ist. Hinten rechts war es zu sehen, hier im hinteren rechten Bereich das Schwimmerbecken. Das hat eben auch eine sehr gute Länge von 30 Metern, kann man gut schwimmen. In der Mitte natürlich bei den Spieltürmen ist es entsprechend seicht, das Wasser, sodass man hier die Kinder bedenkenlos spielen lassen kann. Natürlich immer unter Aufsicht eines Bademeisters, beziehungsweise in dem Fall eine Bademeisterin. Und hier können sich die Kinder schön vergnügen. Im zweiten Abschnitt ein kleines Piratenschiff. Das weckt die Abenteuerlust auch bei den kleinsten Gästen. Eine Besonderheit mitten im Campingplatz ist dieser Bereich hier. Der ist im linken Bereich, was man jetzt gesehen hat, so eine Art Gemüsebeet angelegt, gegenüber von diesen Mobile Homes. Und dieser Bereich in der Mitte, da steht weder ein Wohnwagen noch ein Zelt noch sonstiges. Das ist einfach eine Naturwiese, wo sich Insekten und so weiter hier ausbreiten können. Und man merkt hier einfach, dass das Ganze sehr naturbelassen ist. Und das ist etwas, was es eigentlich auf keinem anderen Campingplatz gibt. Dass einfach große Teile mitten im Campingplatz einfach freigelassen werden, um der Natur auch Platz zu bieten. Hier im hinteren Bereich sieht man einen kleineren Spielplatz mit einer Rutsche und einer Schaukel, damit man auch nicht die weiten Wege hat, denn der Campingplatz ist relativ lang, er ist zwar nicht so breit, aber durch seine Länge natürlich, wenn man am hinteren Ende ist, hat man es zum Teil relativ weit zu den Spielplätzen. Hier auch wieder, man sieht zwischendurch kleine Büsche und hier werden keine Zelte oder sonstiges stehen. Das ist einfach ein naturbelassener Teil von diesem Campingplatz. Im hinteren Bereich sieht man auch diese Coco Suite Zelte. Die Mitarbeiter, hier sieht man die Reinigungskolonne, die fahren mit Elektrofahrzeugen, so elektrounterstützten Fahrrädern. Im hinteren Bereich mit den Lastenrädern haben sie ihr Putzequipment mit und fahren hier die Mobile Homes reinigen. Die Hinweisschilder, damit man sich auch zurechtfindet, sind hier immer angebracht. Ein kleiner Schotterweg, hier ganz wichtig, ohne Kfz zu befahren. Das heißt, der geht parallel zur Hauptstraße, die man natürlich mit dem Kfz befahren kann, aber bitte nur mit Schrittgeschwindigkeit. Manche sind hier leider etwas schneller unterwegs. Aber es gibt hier natürlich genügend Wege, wo gar kein Kfz fährt. Da kann man eben dann die Kinder bedenkenlos herumlaufen lassen. Das sind, wie schon vorher angesprochen, diese Coco Suite Zelte. Die stehen auf einem Anhängertrailer. Auf der rechten Seite sieht man sie jetzt hier im Bild. Das sind eigentlich Zelte, aber man ist ein bisschen erhöht und hat hier normale Betten drinnen. Diese kann man sich direkt über den Campingplatz mieten. Allerdings haben sie keine Toilette und keine Dusche drinnen, aber man kann natürlich in ein nahegelegenes Waschhaus gehen. Im hinteren Bereich sieht man auch verschiedene Zelttypen zur Miete. Das ist auch eher einzigartig auf diesem naturbelassenen Campingplatz, dass es relativ viele Einheiten gibt von Zelten, die mietbar sind. Und diese sind natürlich, man braucht nichts aufbauen, man kommt hier an und kann sofort eines dieser Zelte beziehen. Hat hier zum Teil wirklich gute Betten drinnen, feste Betten drinnen, man muss auf keiner Luftmatratze schlafen und hat den PKW frei für alle Insassen und kann bequem in den Urlaub fahren.
Hier sieht man auch schon einen weiteren Swimmingpool von der Hotelanlage, von der Campingplatzanlage. Und der ist jetzt zur Aufnahmezeit des Videos noch nicht geöffnet, aber auch dieser hier hat ein Piratenschiff. Das heißt, auch hier können sich die Kinder austoben. Da sieht man es jetzt noch ein bisschen besser aufgelöst. Das Piratenschiff, der Badebereich für die Kleinsten mit sehr seichtem Wasser und dahinter das Schwimmerbecken. Wie gesagt, zu den Videoaufnahmen noch nicht in Betrieb. Hier sehen wir jetzt eben diesen anderen Typ von Zelt. Das sind jetzt nicht diese Coco Suite, sondern das sind direkt Hauszelte. Wir haben drinnen noch Kabinen, Vorhänge zum Zuziehen, haben eine Kochecke drinnen und die kann man sich eben ebenfalls mieten. Man sieht es im hinteren Bereich, da ist auch eins bezogen mit Liegen etc. Im rechten Bereich werden gerade ganz neue Mobile Homes hergerichtet, die Terrassen werden gebaut. Das heißt, die waren zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht in Betrieb. Aber man sieht auch hier jetzt ganz deutlich, die Terrasse wird rund um den Baum gebaut. Das heißt, hier wird nicht einfach ein Baum abgeholzt, sondern die Natur darf hier so stehen bleiben, wie diese Bäume schon 50 Jahre oder noch länger wachsen. Und wenn ein Baum halt da steht, dann wird halt einfach die Terrasse rund um diesen Baum gebaut. Das ist recht spannend, wenn man mal sieht, wie diese Mobile Homes hier angeliefert werden, die Terrassen dazu gebaut werden, dass sie innen noch fertig montiert werden müssen, die Klimaanlagen werden montiert. Also diese Endmontage dieser Mobile Homes hat in diesen Tagen der Videoaufnahme stattgefunden. Links sehen wir wieder einen anderen Mobilheimtyp. Hier auf diesem Campingplatz gibt es überhaupt sehr, sehr viele Mobilheimtypen. Und das jetzt im rechten Bereich ist jetzt dieses Nordisk-Zeltlager, würde ich es mal nennen. Das ist auch einzigartig. Das gibt es auch nur hier. Das hat der Campingplatz gemeinsam mit dem Zelthersteller hier diesen einzigartigen Park installiert. Das heißt, man hat hier ein Zelt, eine überdachte, also mit so einer Leintuch überdachte Sitzgelegenheit. Und in der Mitte ist eine Kochinsel. Hier gibt es auch noch frische Kräuter zum Pflücken. Das ist die Kochinsel. Hier kocht man, kann auch hier gleich abwaschen. Also das ist eine sehr, sehr spannende Möglichkeit der Urlaubsunterbringung. Und das auch natürlich sehr zentral gelegen im hinteren Bereich. Kurz hat man jetzt gesehen, die Rezeption. Hier sieht man die Stellplätze, großzügige Stellplätze. Die sind in Richtung Meer gerichtet und hier befinden wir uns jetzt schon auf dem Weg zum Meer. Man sieht natürlich abgezäunt, aber da ist jetzt diese Dünenlandschaft und das ist eben die Besonderheit von Cavallino. Es ist fast im gesamten Küstengebiet von Cavallino Tre Porte, ist dann zwischen den Campingplätzen und dem Strand, ist hier noch eine naturbelassene Düne. Das Ganze kann man dann über einen Holzsteg, geht man dann über diese naturbelassene Düne drüber. Da haben verschiedenste Vögel und Tiere ihre Brutstätten. Bitte diese Wege auch nicht zu verlassen. Das ist wirklich ganz wichtig, auch hier für das Ökosystem. Hier brüten immer wieder auch ganz seltene Vögel. So wie jetzt an diesem Tag hier ist das Wetter jetzt nicht besonders, es war angenehm warm, aber jetzt nicht so, dass man sagt, es war jetzt das heiße Sommerwetter, aber das lädt natürlich ein, um genau solche Spaziergänge zu machen, um ans Meer zu gehen, Muscheln zu suchen, die imposanten Wellen anzusehen, einfach einen ausgiebigen Spaziergang zu machen, vielleicht die eine oder andere Sandburg zu bauen. Das kann man natürlich alles an diesen Tagen machen. Kindern wird relativ selten langweilig, wenn man mit ihnen hier spannende Dinge am Strand macht. Einfach, wie gesagt, Muscheln sammeln oder, wie man hier jetzt sieht, einfach eine Runde joggen gehen und hier sportlich sich zu betätigen. Hier ein schönes Schauspiel, wenn sich die Möwen hier niederlassen. Diese
wenn man sich ihnen dann nähert, kann man dann einfach diese Vögel einfach sehen, was sie für erstens mal Flugspezialisten für Einmalige sind. Dann setzen sie sich einfach ein Stückchen weiter weg. Wenn es windig ist, sieht man sie dann über dem Meer kreisen. Das ist immer eine spannende Sache. Natürlich immer am Strand die Rettungstürme, wenn sie besetzt sind, sieht man den Rettungsschwimmer. Schönes Strandwetter. Jetzt ist die Sonne herausgekommen, die Wellen rauschen. Und dabei möchte ich es jetzt hier belassen und sage Arrivederci und Ciao.